Horoskop für heute, Krebs, 21. Oktober 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Sie können jetzt eine wunderbare Mischung aus Inspiration, Intuition und Hingabe genießen, insbesondere in Ihrer Kommunikation, Ihren Projekten und Ihrem Sozialleben. Wenn Sie einen Weg finden, Spaß zu haben und gleichzeitig Geld zu verdienen, zu lehren und zu lernen oder ähnliches, ist dies eine Zeit des gesteigerten Selbstvertrauens. Sie könnten die Chance bekommen, Ihren Alltag auszugleichen und zu genießen, da Venus jetzt durch Ihr Solarhaus wandert. Dieser Zyklus, der bis zum 11. November dauert, ist gut geeignet, um Harmonie in Ihren Alltag zu bringen, einschließlich Ihres Arbeitsumfelds. Soziale Gelegenheiten können sich durch Ihre Arbeit, Ihren Alltag oder das Streben nach Gesundheitszielen ergeben. Die kommenden Wochen können lohnend sein, da Sie mehr Freude am Organisieren, Listen erstellen, an häuslichen Aktivitäten, am Achten auf Essen und Ernährung, am Helfen, Dienen und Arbeiten haben werden. Mentaler Merkur, unser Planet des Geistes und der Kommunikation, tanzt heute weiter durch ein anderes Zeichen. Er wird Ihr Solarhaus der wahren Liebe, des Datings und des Vergnügens aufpeppen. Singles sollten diese Energie nutzen, um sich zu zeigen und jemanden Neues kennenzulernen. Sexy und einzigartige neue Verehrer lassen sich vor allem über Technologie oder Dating-Apps leichter finden. Führen Sie nette Gespräche, um mehr darüber zu erfahren, wer Sie sind und wonach Sie suchen. Wenn Sie sich binden, nutzen Sie diese Zeit, um gemeinsam angenehme Freizeitbeschäftigungen oder Hobbys zu betreiben, um Ihren Alltag aufzupeppen. Was beschäftigt Sie? Sie fühlen sich vielleicht überfordert und überreizt, wenn der Mond in das Zeichen Zwillinge eintritt. Es war eine verrückte Arbeitswoche. Im Laufe der Woche haben sich möglicherweise mehrere schicksalhafte Interaktionen, Situationen und Partnerschaften ergeben. Sie könnten sich auf die Probe gestellt gefühlt haben, insbesondere wenn Sie hofften, in Ihrer Karriere voranzukommen. Obwohl das Wochenende da ist, fühlen Sie sich vielleicht noch nicht ganz entspannt. Es könnte hilfreich sein, das, was während Ihrer Arbeitswoche passiert ist, in einem Tagebuch zu verarbeiten. Vielleicht können Sie die Ereignisse durch das Schreiben besser verstehen. Bei der gegenwärtigen Astralkonfiguration spüren Sie vielleicht schon, dass etwas im Gange ist. Konzentrieren Sie sich darauf, bei optimaler Gesundheit zu bleiben. Versuchen Sie, mehr zu Hause zu essen als zum Mitnehmen. Es ist besser, gesund zu bleiben, denn beim Essen aus dem Restaurant essen Sie wahrscheinlich mehr Soßen und Dinge, Brot, die Sie bei der Zubereitung von Mahlzeiten zu Hause nicht essen würden. Und wenn Sie Ihr Essen selbst zubereiten, sind Sie sich stärker bewusst, wie Ihr Verdauungssystem auf die Substanzen reagiert, die Sie essen. Dies ist ein Tag, der besonders offen sein wird und Aktivitäten begünstigt, die mit Kommunikation und Kreativität zu tun haben. Die Art und Weise, wie Sie sich ausdrücken, wird von größter Bedeutung sein. Vergessen Sie nicht, dass Worte immer eine grundlegende Wirkung haben. Machen Sie Pläne für die Zukunft, denn dies wäre eine besonders gute Zeit dafür. Abgesehen von ein paar Worten mit Ihren Nächsten sollten die Dinge in Ihrem Gefühlsleben konstruktiv sein. Sie kommen in eine Phase des Friedens und des Optimismus. Nutzen Sie dies aus und hören Sie auf, sich mit Belanglosigkeiten zu quälen und unangebrachte Kommentare abzugeben. Obwohl der Mond gestern Ihren Karrieresektor verlassen hat, hat er Ihren beruflichen Instinkt gestärkt und Ihre berufliche Reise in diesem Jahr in Gang gesetzt. Venus beginnt Ihren ersten vollen Tag in Ihrem Arbeitssektor und Mars ist nur noch 16 Tage von einer transformativen Rückkehr in Ihren Einkommenssektor entfernt. Wir stehen also an der Schwelle zu bedeutenden Entwicklungen, die sich auf Einkommen, Arbeit und Karriere auswirken werden. Da Sie jedoch in entscheidende Wochen voller Innovation und Entdeckungen auf der spielerischeren Seite des Lebens eintreten, ist es jetzt wichtiger denn je, eine angemessene Balance zwischen Arbeit und Privatleben aufrechtzuerhalten. Venus, der Planet der Liebe, hat Ihren romantischen Sektor vielleicht gestern verlassen, aber sowohl der Geist der Romantik als auch der des Abenteuers sind in sicheren Händen. An seinem ersten vollen Tag allein hier und bis die Sonne nächste Woche zurückkehrt, hat Merkur die Chance, seine Mission, Ihrem Herzen eine Stimme zu geben und Herz und Verstand auf die gleiche Seite zu bringen, stärker zu nutzen. Während Venus Ihnen ein besseres Gespür dafür gegeben hat, was Sie von der Liebe wollen, liegt Merkurs Fokus auf dem Wann, Wo und Wie. Täglicher Planetenüberblick.
Die kosmische Energie des heutigen Tages lädt sie dazu ein, eine leichte, verspielte und kokette Stimmung anzunehmen, während der Mond in das lebhafte Zeichen der Zwillinge eintritt. Mit dem Mond in den Zwillingen fühlen sie sich möglicherweise besonders gesellig, neugierig und bereit, alle möglichen neuen Ideen und Gespräche zu erkunden. Es ist ein Tag, an dem ihr Geist vor Möglichkeiten sprüht und sie möglicherweise das Gefühl haben, mehrere Gedanken und Emotionen gleichzeitig zu jonglieren. Aber keine Sorge, es wird sich nicht überwältigend anfühlen. Stattdessen werden sie feststellen, dass sie emotional mühelos Multitasking betreiben und eine coole, ruhige und gelassene Haltung einnehmen können, während sie durch alles navigieren, was das Leben ihnen in den Weg stellt. Hatten sie schon einmal einen dieser Tage, an denen sie das Gefühl hatten, überall gleichzeitig zu sein und es dennoch irgendwie geschafft haben, alles unter einen Hut zu bringen? So ist die Energie heute. Sie springen vielleicht von einer Idee zur nächsten, führen mehrere Gespräche oder haben sogar das Gefühl, Rätsel in ihrem Kopf zu lösen. Aber anstatt sich zerstreut zu fühlen, werden sie wahrscheinlich feststellen, dass ihnen dieser Informationsfluss neue Energie verleiht, sie sich leicht anpassen und auf Zack bleiben. Es ist ein Tag, an dem sie ihre flexible Seite ausleben und Spaß damit haben können. Lassen Sie sich von Ihrer inneren Neugier leiten, ob das nun bedeutet, ein interessantes Gespräch mit jemand Neuem zu beginnen, ein kreatives Projekt zu erkunden oder sich in ein Thema zu vertiefen, das Ihr Interesse weckt. Der Zwillingsmond bringt zwar eine spielerische Energie mit sich, ermutigt uns aber auch, praktischer zu denken, wenn es um Herzensangelegenheiten geht, insbesondere wenn es um Finanzen geht. Sie werden vielleicht feststellen, dass jeder Ratschlag oder jede Anleitung, die Sie heute zum Thema Geld erhalten, fundierter und praktischer ist als sonst. Ob es sich um die Weisheit eines vertrauenswürdigen Freundes, eines Finanzberaters oder sogar um ein Bauchgefühl handelt, das scheinbar aus dem Nichts kommt, vertrauen Sie darauf, dass die Informationen, die Sie heute erhalten, solide und eine Überlegung wert sind. Wenn Sie über eine größere Anschaffung, eine Investition oder einfach die Organisation Ihrer Finanzen nachgedacht haben, ist heute ein großartiger Tag, um selbstbewusst zu handeln. Haben Sie schon einmal einen Moment erlebt, in dem ein Ratschlag genau zum richtigen Zeitpunkt zu kommen schien und alles wie am Schnürchen lief? Das könnte heute Ihre Erfahrung sein. Die Energie unterstützt Sie dabei, wohlüberlegte, gut informierte Entscheidungen zu treffen, die mit Ihren langfristigen Zielen übereinstimmen, insbesondere im finanziellen Bereich. Wenn Sie eine finanzielle Angelegenheit vor sich hergeschoben haben, ist es jetzt an der Zeit, sie direkt anzugehen. Vielleicht ist es an der Zeit, Ihren Sparplan zu überdenken, oder Sie haben darüber nachgedacht, sich etwas Besonderes zu gönnen, das Sie schon lange im Auge hatten. Was auch immer der Fall sein mag, die geerdete Energie von heute wird Ihnen helfen, Entscheidungen zu treffen, die nicht nur praktisch sind, sondern auch mit Ihrer Zukunftsvision übereinstimmen. Aber denken Sie daran, dass es bei der heutigen Energie nicht nur um Finanzen oder die praktischen Dinge des Lebens geht, sondern auch darum, Platz für Freude, Positivität und neue Möglichkeiten zu schaffen. Wenn wir die kleinen Stressfaktoren des Lebens bewältigen, seien sie emotionaler, finanzieller oder logistischer Natur, schaffen wir Platz für die Dinge, die uns wirklich glücklich und erfüllt machen. Indem wir sowohl geistig als auch finanziell den Ballast beseitigen, öffnen wir uns für den Überfluss, der auf uns wartet. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie befreiend es sich anfühlt, etwas von Ihrer To-Do-Liste abzuhaken? Dieses gleiche Gefühl der Leichtigkeit kann sich heute auf alle Bereiche Ihres Lebens ausdehnen. Nehmen Sie sich also einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, welche Bereiche Ihres Lebens vielleicht ein wenig aufgeräumt werden müssen, sei es die Erledigung einer finanziellen Aufgabe, das Ordnen Ihrer Gedanken oder einfach das Loslassen alter Sorgen, die Ihnen nicht mehr dienlich sind. Dies ist Ihre Gelegenheit, sich neu auszurichten, zu erfrischen und sich auf die spannenden Möglichkeiten vorzubereiten, die vor Ihnen liegen. Versuchen Sie, den Tag über locker und spielerisch zu gestalten, genau wie der Zwillingsmond. Finden Sie Freude in den kleinen Momenten, sei es beim Treffen mit einem Freund, beim Ausprobieren einer neuen Idee oder einfach beim Spaß haben inmitten der Hektik. Und denken Sie daran, Sie sind damit nicht allein. Was wollten Sie schon immer mal erledigen, um Platz für mehr Positives in Ihrem Leben zu schaffen? Haben Sie in letzter Zeit hilfreiche Ratschläge erhalten, die Ihnen eine neue Perspektive auf die Dinge gegeben haben?
Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren unten mit und unterstützen wir uns gegenseitig, während wir den Weg für Wachstum, Fülle und neue Möglichkeiten freimachen.